Ja, partielle Ableitung, einfach ein sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen, was gerade passiert im Bereich maschinelles Lernen, vor allen Dingen bei künstlich neuronalen Netzen, bei einem Prozess, wenn es darum geht, für die, die es interessiert, Backpropagation heißt da eine Methode. Und da sind partielle Ableitungen unersetzlich. Und vielleicht nochmal so der Hintergrund jetzt. Ihr habt hier ganz klassisch, ne, ich habe hier eine Skizze gemacht, X-Achse, Y-Achse, ihr habt irgendeine Funktionsgleichung, eine Polynomfunktion, eine ganz rationale Funktion. Ihr kippt einen X-Wert rein, ihr könnt es dann auch ausrechnen, ein Y-Wert kommt raus. Und wenn ich mir jetzt hier an einer gewissen Stelle X, wenn ich da wissen möchte, hier ist die Tangente angelegt. Diese Tangente wird doch auch irgendeine Steigung haben. Und dann hat man sich damals angenähert, ne, vom Differenzenquotient zum Differentialquotient. Und dann kam man irgendwann in der Schulschreibweise auf dieses f' von x, die erste Ableitung. Manche haben es vielleicht ein bisschen technischer gemacht mit d fx nach x abgeleitet oder dy dx. Und dann versteht man so die Zusammenhänge. Es sind ja oftmals, ich habe das ja auch in ein, zwei Videos in der Herleitung dann gemacht, dass, ne, so ein Abstand immer kleiner wird, dass es eigentlich ganz faszinierend ist, was jetzt eben passiert, vor allen Dingen in dem Zeitalter, wo wir leben, von immens vielen Daten, dann gibt es eben nicht nur den Zusammenhang X und Y, sondern so harmlos begonnen, weil dann, so wenn man so immer so ein, zwei Schritte weitergeht, das reicht meistens schon. Jetzt haben wir X, Y und Z. Das heißt, jetzt haben wir Z, ein Wert, der rauskommt, wenn ich aber nicht nur ein X reinkippe, sondern ein X und ein Y-Wert. Also haben wir F, X, Y gleich und hier haben wir dann ganz, ganz viele, vielleicht ganz viele X, ganz viele Y, vielleicht auch einfach nur X Quadrat plus Y Quadrat. Auf jeden Fall so gedanklich dieser Prozess. Jetzt haben wir eine Abhängigkeit von zwei Argumenten. Und wenn ich jetzt dort etwas einzeichnen würde, dann haben wir oftmals dann eben so etwas wie, ich versuche das mal irgendwie so deutlich zu machen, ne? Vielleicht so eine Halbkugel oder sowas und dann kann man das wirklich schraffieren. Da gibt es tolle Computerprogramme, wo auch immer ihr drauf geht, zum Beispiel Wolfram Alpha. Und dann sieht man eben, oh, okay, jetzt haben wir vielleicht nicht nur eine Tangente, sondern hier könnte es ja sogar passieren, dass wir eine, naja, eine Tangentialebene haben, die sich so anschmiegt. Und da wir eben mehrere Argumente haben, haben wir eben teilweise Ableitungen, nämlich zum Beispiel, ich bilde f' von xy nach x oder ich bilde f' die erste Ableitung nach y. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man die Schreibweise dann hat, dz, weil wir jetzt hier einen z-Wert rausbekommen, wenn wir x und y reinkippen und leiten nach x ab. Oder wir nehmen das Ganze und leiten nach y ab. Und da geht es dann schon so ein bisschen in die technische Schreibweise, wo ich auch dazu verschiedene Videos gemacht habe. Thema, das ist dann mehrdimensionale Analysis. Viele werden es aus der Schule kennen, das Thema Analysis, hauptsächlich mit Funktionen was gemacht. Und jetzt haben wir eben mehrere Dimensionen. So, und wenn man jetzt versucht, die vierte, fünfte, sechste und so weiter zu machen, dann in der Datenanalyse, dann sprengt es das ganze Bild. Da muss man nur einmal diesen Prozess haben, ne, was heißt denn jetzt dieses Mehrdimensionale? Mehrere Argumente. Ich kippe mehrere Sachen rein und etwas kommt raus. Und deshalb eben die teilweise partielle Ableitung, um dann entsprechend an markante Punkte zu kommen und eigentlich das Übliche zu machen, was man immer schon gemacht hat. Nur jetzt wird es halt ein bisschen wilder, aber so mit der Optik und dann ein paar guten Beispielen kommt man da eigentlich auch gedanklich sehr gut rein.